Die Nachricht verbreitete sich in der ganzen Schule, dass da ein Jude ist. Und dann wurde Oscar von allen möglichen Leuten gehänselt, getreten, geschubst. Sie haben seine Hand so sehr gequetscht, dass er vor Schmerzen zu Boden ging. Sie schlugen ihn in den Nacken. Und dann kam ein Junge und hat ihn in den Schwitzkasten genommen und so gewürgt, dass Oscar eine Sekunde lang das Bewusstsein auch verloren hat, dann Todesangst bekommen hat. Er war tatsächlich ein antisemitisches Mobbingopfer.